Da draußen und herzlich willkommen im Museum für Naturkunde in Berlin. Mein Name ist Sebastian Demtröder, ich bin im Internet auch als Biosepp unterwegs und heute ist hier eine Live-Führung angesagt. 60 Minuten, in denen es hauptsächlich um Artenvielfalt, aber auch Artenaussterben geht und Artenschutz natürlich auch, Biodiversitätsverlust. Es ist naturgemäß ein bisschen ein Downer, das zieht einen vielleicht ein bisschen runter, zu Recht. Es ist ein sehr trauriges Thema, aber ich versuche, wo es sie denn gibt, auch positive Nachrichten mit reinzubringen, dass es dann nicht ganz so schlimm wird. An der Kamera ist Marc und Marc wird eure Fragen live an mich weiterleiten, also benutzt dazu gerne den Chat. Und wir haben heute auch noch eine Neuerung und zwar versuchen wir mal ein spezielles Mikro, was wir an das Handy jetzt dran machen. Und wenn damit irgendwas sein sollte, wenn irgendwelche Probleme sind oder sowas, schreibt einfach in den Chat, dann können wir darauf reagieren. So, hallo auch von mir. Ich teste jetzt das Mikro. So, ich rede einfach mal, was sein sollte, schreibt das in den Chat, wie gesagt. Oder wenn auch Fragen sind, einfach dahin schreiben. Die kommen dann live an mich weiter, wenn es denn passt. Also ich werde auch zwischendurch darauf reagieren, wenn es denn passt, dass wir nicht bis zum Ende warten müssen, immer bis die Fragen dran sind. Gibt es schon irgendwelche negativen Rückmeldungen zu dem Mikro oder kann man mich verstehen? Soweit ganz gut. Es scheint zu funktionieren. Sehr gut. Wir drücken die Daumen, dass es so bleibt. Und ich habe mich hier zum Thema Artensterben und Aussterben mal neben dem Wappentier eigentlich von der großen Katastrophe, die wir da gerade so ins Gesicht bekommen, gestellt. Nämlich Knut, stellvertretend als Eisbär. Das hier ist original Knut, den vielleicht viele von euch da draußen kennen, aus dem Berliner Zoo. Normalerweise kommen Eisbären natürlich nicht im Zoo vor, sondern am Nordpol. Und am Nordpol, da geht gerade das Eis zurück durch die Klimaerwärmung und deswegen haben Eisbären ein immer kleiner werdendes Habitat, also Lebensraumverlust für die Tiere und deswegen sind die auch immer an vorderster Front, wenn es darum geht, ne, um Gespräche, das Artensterben greift um sich und so weiter und so fort. Tatsächlich haben die Eisbären es wirklich, wirklich schwer. Nicht nur, weil sie weniger Nahrung finden, sondern halt auch, weil sie überhaupt generell weniger Eis haben, auf dem sie rumlaufen können und das ist ein Riesenproblem für die Tiere. Und das ist auch tatsächlich Grund Nummer 1, das wird sich heute durch die ganze Führung tatsächlich ziehen, Habitatverlust. Wenn das Wohnzimmer weg ist, wissen die Tiere nicht mehr, wo sie hin sollen, wenn sie nichts mehr zum Leben haben. Und dann sterben sie oft aus. Das heißt, Habitatschutz ist auch ein ganz wichtiger Beitrag, um die Tiere am Leben und am Überleben zu halten. Eisbären, davon gibt es nur ein paar tausend, nicht mehr wirklich viele. Im Winter, wenn das Eis sich ausbreitet, kommen die bis nach Island runter. Aber im Sommer, wenn das Eis sich wieder zurückzieht, haben sie teilweise wirklich nicht mehr viel zum drauf rumlaufen. Und ich habe auch schon mal in einer anderen Führung erwähnt, es ist ein Wahnsinnsfakt, wie ich finde, ein Weibchen, ein Eisbärweibchen, wurde mal mit einem Sendehalsband versorgt und die wurde dann mit GPS verfolgt. Und da hat man herausgefunden, die ist innerhalb von 9 aufeinanderfolgenden Tagen 687 Kilometer geschwommen am Stück, weil kein Eis mehr da war, was sie getragen hat. Der Eisbär, das größte Landraubtier der Welt, bricht schnell durch und die Dame hatte einfach nichts mehr zum drauf rumlaufen und musste dafür lange, lange schwimmen. Also Eisbären haben es wirklich, wirklich schwer. Ich muss hier eine schlechte Nachricht jetzt auch mal wirklich am Anfang raushauen. Es sieht wirklich schlecht für die aus. Man kann das aber ein bisschen umdrehen und zwar findet man raus, dass es da in dem Lebensbereich der Eisbären, die gehen dann auch mal Richtung Süden, Richtung Norden gibt es dann wahrscheinlich kein Eis mehr, dann gehen sie Richtung Süden an Land und da finden sie Braunbären. Und von denen haben sie sich vor 500.000 Jahre abgespaltet tatsächlich als Art. Aber Eisbären, haben wir herausgefunden, können sich mit Braunbären verpaaren und da kommen fruchtbare Nachkommen raus. Die haben so eine Karamellfellfarbe, also im übertragenen oder weiteren Sinne könnte man sagen, Eisbären, wenn es schon für die eine Art an sich schlecht aussieht, ihre Gene werden vielleicht weiterleben in den Braunbären weiter südlich. Vielleicht ist das ein Trost, ich weiß es nicht, aber immerhin etwas. Bobby, auch ein Berliner, ja, eine Berliner Ikone eigentlich, ein absoluter VIP hier, der auch im Zoo in Berlin war und dann 1935 leider gestorben ist, als westlicher Gorilla. Davon gibt es auch nicht mehr viele. Auch hier wieder in Afrika, Habitatverlust. Die leben gerne im Regenwald und der Regenwald geht an vielen Stellen weiter zurück, weil zum Beispiel die Menschen diesen Regenwald sich nutzbar machen wollen. Regenwald selber bringt nicht so viel, man kann das Holz abschlagen und dann das Holz verkaufen. Aber viel besser ist es doch, wenn ich das alles platt mache und zum Beispiel Weideland draus mache, dass ich ein paar Rinder darauf halten kann. Und deswegen wird oft Regenwald auch einfach brandgerodet, also abgefackelt, um dann da Gräser drauf zu haben, dass die Rinder darauf essen können und so weiter. Das ist ein Problem für unsere Gorillas. Außerdem sehr nah mit uns verwandt, das heißt, die können auch Krankheiten vom Menschen bekommen. Nicht nur Menschen von den Gorillas, sondern auch die Gorillas von uns. Zum Beispiel generell sind das Zoonosen, Krankheiten, die von
Tier auf Mensch und Mensch auf Tier überspringen können. Dazu gehört Ebola, dazu gehört in dem Fall Tollwut und so weiter und so fort. Also auch Krankheiten ganz große Rolle bei solchen Sachen. Gibt es erste Fragen? Ja, vielleicht kannst du nochmal rüber zu Knut huschen. Und zwar gibt es die Frage, sind das dann getrennte Arten, wenn die sich noch paaren und vermehren können? Fantastische Frage, genau. Die Frage ist jetzt überhaupt, wie definieren wir Arten? Und in der Biologie gibt es jetzt unterschiedliche Möglichkeiten, das zu tun. Und zwar wäre eine Möglichkeit zu sagen, okay, der biologische Artbegriff. Und das heißt, und das grenzt jetzt hier dran, es ist eine Art, wenn sich zwei Tiere, Männchen und Weibchen, verpaaren können und da kommt was bei raus. Ja? Biologischer Artbegriff, die können sich verpaaren, da kommt was bei raus. Das Ding ist, wenn ich ein Zebra und ein Esel zusammentue. Ja? Männliches Zebra, weiblicher Esel und dann mache ich ein bisschen das Licht runter und spiele Barry White Musik. Was passiert dann? Richtig, es kommt ein Zesel dabei raus. Sind jetzt Zebra und Esel die eine Art? Nein, ich muss mir jetzt den Zesel angucken und der ist tatsächlich unfruchtbar. Das passiert auch bei Esel und Pferd zum Beispiel. Das ist dann ein Muli oder Maultier. Die sind unfruchtbar, aber sie können von den Elterntieren nachkommen. Also wenn fruchtbare Nachkommen rauskommen, kann man eigentlich nach dem biologischen Artbegriff sagen, es sind die gleichen Arten oder es ist eine Art. Ja. Beim Eisbär und beim Braunbär ist es jetzt so, okay, der Eisbär geht Richtung Süden, verpaart sich mit dem Braunbär, es kommt ein fruchtbarer Nachkomme raus. Biologischer Artbegriff sagt, dann ist es ja eine Art oder zumindest Schwesterarten. Wir können aber mittlerweile da phylogenetisch zum Beispiel rangehen, weil einfach im Labor die DNA angucken. Und da finden wir bestimmte Marker an der DNA, die uns sagt, vor ungefähr 300 bis 500.000 Jahren haben sich die Arten aufgespalten. Das sind so gewisse Marker da drin. Das heißt, wir sagen, okay, es sind getrennte Arten, trotzdem hier so eine ganz interessante und seltene Kombination, dass sie sich trotzdem verpaaren können und da was bei rauskommt. Deswegen so ein bisschen so eine Mischung. Biologie ist nicht immer eine exakte Wissenschaft. Sonst noch was zu Knut? Nee, erstmal nicht. Danke dir. An alle anderen, wenn es Fragen gibt, immer gerne stellen. Jetzt. Ist ein Zesel eine von Menschen erzeugte Rasse? Rassen benutzen wir generell nicht den Begriff mehr. Das wurde hauptsächlich von den Nazis dann komplett alles verhunzt. Wir nehmen eigentlich als untersten Begriff so die Art oder dann noch Unterart, Schwesterart, da gibt es ein bisschen was, gerade bei Pflanzen ist das noch so ein bisschen schwierig. Aber ja, Zesel gibt es eigentlich nur in Gefangenschaft. Also wenn Menschen da zum Beispiel bestimmte Tiere aneinander bringen, die sonst in der Natur sich nicht getroffen hätten und das ist meistens dann so der Fall. Also Zesel zum Beispiel, es gibt auch Liger, also Löwe und Tiger, die würden sich in der Natur nie treffen, in Zoos oder bestimmten Haltungssituationen, wo die Zoohalter irgendwie komische Ideen haben, da passiert sowas tatsächlich, dass ein Löwe und Tiger zusammenkommen und es kommt ein Liger dabei raus. Auch nicht wirklich fruchtbar, also auch so eine Sackgasse eigentlich. Okay, danke dir. So, also wenn ihr Fragen habt, könnt ihr sie gerne stellen im Chat jederzeit oder unten über das Fragetool. Genau. Solange werde ich erstmal dann noch was über die Flusspferde erzählen, denn nicht nur Habitatverlust, ganz wichtiger Punkt, sondern dann auch Habitataufdröselung, sage ich mal. Also wichtig ist eigentlich eine biologische Vielfalt und da meine ich jetzt nicht nur einfach viele unterschiedliche Arten, sondern auch in einer Population von der gleichen Art eine gewisse genetische Vielfalt. Kein Tier gleicht ja eigentlich dem anderen. Ne? Selbst in so einer Population von so einer Herde Flusspferden da, die haben immer ein paar Unterschiede. Das kommt durch Mutation, das ist in der DNA drin, da gleicht eigentlich kein Tier dem anderen. Ein paar Unterschiede sind immer da. Und je mehr es von diesen Unterschieden gibt, desto besser ist das normalerweise für so eine Population, weil dann zum Beispiel bei Krankheiten, bei großen, schwierigen Ereignissen, einer Dürre oder sowas, irgendwelche bestimmten Gene, die da helfen können, die einen Vorteil darstellen, dann mit einer höheren Wahrscheinlichkeit da sind. Also wenn ich vorher eine größere Vielfalt habe, so wie so eine Werkzeugkiste, habe ich halt auch mehr Möglichkeiten, bei mehr Werkzeug gegen schwierige Situationen vorzugehen. Wenn jetzt alle sich sehr doll ähneln, wie das zum Beispiel in sehr kleinen Populationen ist, weil einfach nicht eine große genetische Vielfalt da ist, dann sieht das da schlecht aus. Und das nennt man dann eine Inzuchtdepression. Inzuchtdepression bedeutet also zu wenige Individuen, die einfach nicht eine große genetische Vielfalt bringen. Und das ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt, denn wo kommen Flusspferde vor? Auch Nilpferde genannt, am Nil in Afrika. Aber seit ein paar Jahren oder Jahrzehnten gibt es die auch in Kolumbien, wegen Pablo Escobar, der Drogenbaron dort, der hatte einfach so ein Privatzoo sich gebaut, weil er zu viel Geld und Langeweile hatte. Und der hatte 4 Flusspferde. 4 insgesamt. Nachdem Pablo Escobar
beendet wurde, sage ich mal, sind die ausgebrochen aus seinem Privatzug und wandern jetzt in Südamerika rum, wo sie normalerweise gar nicht hingehören. Und jetzt sind da nicht mehr 4, sondern 80. 80 Tiere, normalerweise würde man sagen, aus Vieren 80, da müsste es eigentlich sehr viel Inzucht geben, ist auch so, aber manchmal ist noch nicht so das große Problem da. Es kann tatsächlich schon über mehrere Generationen ganz gut gehen. Das sehen wir auch bei anderen Arten, zum Beispiel beim Wisent. Alle Wisente, die wir in Europa haben, sind eigentlich erschossen, ausgerottet worden, bis auf 12 Exemplare überhaupt in ganz Europa, die in Gefangenschaft waren. Und dann durch Bestrebungen wurden diese 12 wieder zusammengebracht und mittlerweile alle Wisente, die wir in Europa haben, und ein paar sind in Deutschland wieder freigelassen worden, alle von denen kommen auf diese 12 zurück. Manchmal geht es also gut. Da müssen wir die Daumen drücken, dass keine großen Krankheitsausbrüche kommen oder so, aber manchmal klappt das also. Moment. Einer Userin wurde mal erzählt, dass Flusspferde mit Walen verwandt seien. Stimmt das? Genau, tatsächlich sind Flusspferde näher mit Walen verwandt als irgendwie mit Pferden oder sowas. Man kann die sich, wenn man ein bisschen fantasiert, tatsächlich wie so eine gewisse Übergangsform zwischen den landlebenden Säugetieren und dann den wasserlebenden Säugetieren, den Walen und so vorstellen. Da sind tatsächlich mehr Ähnlichkeiten da, auch genetisch zum Beispiel. Genau, obwohl, ja, sie sehen immer so... Ich weiß, naja, eigentlich sehen sie nicht wie ein Pferd aus tatsächlich. Also ich weiß nicht, woher das mal kam, aber sie laufen auf allen Vieren rum und essen den ganzen Tag Gras. Also vielleicht kam es daher. Aber genau, eher mit den Walen verwandt. Okay, dankeschön. Können übrigens nicht schwimmen. Flusspferde laufen immer so auf dem Boden entlang und stüpsen sich immer so ab, weil sie so leicht unter Wasser sind, aber sie können nicht schwimmen, was ich sehr witzig finde. Was ich nicht witzig finde, was für eine Überleitung, ist die Geschichte vom Dodo, auch Dronte genannt. Wahrscheinlich bekannt aus Filmen wie dem Animationsfilm Ice Age 1, 2 oder so. Dodos, der größte Vertreter der Tauben, gibt es nicht mehr, ausgerottet. Ausgestorben, die wurden 1598 das erste Mal entdeckt und beschrieben auf Mauritius, kleine Insel, da ist nicht viel los gewesen. Und da sind das einfach solche, die sahen wahrscheinlich so aus. Ich sage wahrscheinlich, wir wissen nicht hundertprozentig, wie ein Dodo aussah, geschweige denn, wie er geklungen hat oder wie er sich bewegt hat. Es gibt keine Aufnahmen von einem Dodo und auch nicht ein einziges Exemplar, was irgendwo rumsteht. Das hier ist eine Nachmachung, da wurde überlegt, wie könnte der ausgesehen haben, nach Zeichnung ist man da gegangen und hat das nachgebaut. Das sind hier Schwanenfedern, Entenfedern, ein paar Straußfedern mit da dran. Niemand hat einen kompletten Dodo ausgestopft oder präpariert oder sonst wie. 1598 entdeckt, keine 70 Jahre später war er wieder ausgerottet. Warum? Der Mensch hat seins dazu beigetragen. Seefahrer sind auf die Insel gekommen, haben Ratten mitgebracht, Schweine, Katzen. Und diese Vögel hatten auf Mauritius keine Feinde. Und deswegen wussten sie nicht, was sie machen sollten, wenn einfach was Großes auf sie zukam. Und sind einfach da geblieben, haben geguckt, waren ganz interessiert eigentlich. Und laut der Überlieferung konnte man einen Dodo festhalten. Der hat irgendein Geräusch gemacht, welches auch immer. Und dann kamen aus dem ganzen Umfeld, aus Hörweite, alle Dodos an, weil sie einfach mal gucken wollten, was da so passiert ist. Die waren ganz neugierig. Und dann konnte man einfach jeden einzelnen Dodo abgreifen. Hat denen natürlich nicht geholfen. Das sind Tiere, die haben ihr Nest auf dem Boden gemacht, einfach nur auf dem Boden hingelegt und deswegen alle Schweine, die auf die Insel gekommen sind, haben dann die Eier aufgefressen. Die Katzen haben die Jungvögel von denen aufgefuttert und die Seefahrer hatten einfach Spaß daran, die Dodos zu fangen. So ist innerhalb von einem Menschenleben die komplette Art entdeckt und ausgestorben worden. Also das ist ausgestorben worden, ja, ausgerottet worden. In Ice Age und auf vielen Zeichnungen und sowas wird er sehr plump und behäbig und doof dargestellt. Es ist einfach nicht nötig gewesen, vor Tieren abzuhauen, wenn man keine Feinde hat. Deswegen ist das ein bisschen unfair. Und die ganzen Zeichnungen, wo der so dick und blöd und sowas aussieht, sind wahrscheinlich auch ein bisschen übertrieben. Denn diese Vögel haben sich von bestimmten Früchten ernährt. Und wenn es mehr davon gab, mussten sie auch mehr futtern, weil sie nicht wussten, wie lange diese Früchte wieder halten. Und deswegen haben sie immer, wenn es Nahrung gab, viel in sich reingeschaufelt. An Bord, wenn sie dann bei den Seefahrern auch mal an Bord für die Überseereise gehalten wurden, haben sie dann alles Mögliche sofort aufgefuttert und sind entsprechend sehr fett geworden. Und deswegen sehen wir auf vielen Zeichnungen einfach so fette Vögel wie eine Karikatur eigentlich. Also das zählt eigentlich nicht. Der Dodo wird sehr fies behandelt, was er eigentlich nicht verdient. Natürlich darf bei bedrohten Tieren unser Baobao nicht fehlen, da erzähle ich auch noch ganz kurz was.
Nochmal, also es ist ja ein Livestream, deswegen nochmal für alle, die jetzt vielleicht auch dazugekommen sind. Es geht heute um bedrohte und Aussterben der Arten und auch um die Artenvielfalt und den Artenschutz. Also das ist heute das Thema. Unser Wissenschaftler hier im Haus, Martin Aban, hatte einen sehr schönen Podcast, Beats and Bones, wo er auf die vergangenen Aussterbeereignisse, die Big Five, eingegangen ist. Und heute soll es mal so ein bisschen um die heutige Zeit gehen. Und deswegen halten wir hier stellvertretend auch Bao Bao oder den Panda, auch das Logo vom WWF. Von Pandas gibt es nur noch ungefähr 1800 Tiere und das sind wirklich nicht mehr viele. Er gilt nicht mehr als extrem bedroht, sondern nur noch als gefährdet. Yay. Aber trotzdem, 1800 sind einfach nicht sehr viel. Der Panda hat einen besonderen Anspruch an seine Umgebung. Er möchte nämlich gerne im Bambus sitzen und jeden Tag ungefähr 30 Kilo Bambus in sich reinstopfen. Das ist insofern für unsere Verhältnisse vielleicht ein bisschen doof, weil im Bambus nicht sehr viel Nährstoffe drin sind. Deswegen muss er 30 Kilogramm am Tag futtern und kann sonst nicht viel machen. Er braucht sehr viel Energie, um den Bambus dann zu zerarbeiten und zu verdauen. Aber auf andere Art wieder clever, weil sonst kaum ein Tier das macht. Und deswegen hat er diesen Bereich für sich. Ein Problem ist für den Panda zum Beispiel, wenn der Bambus anfängt zu blühen. Und das macht der Bambus mal in 20 Jahren, mal in 80 Jahren. Wir wissen es noch nicht so ganz genau, aber wenn er das macht, machen das alle Bambussorten im Umfeld. Und dann nach der Blüte stirbt der Bambus ab. Und dann dauert es erstmal, bis wieder ein neuer Bambus rauskommt. Riesenproblem für die Pandas. In China wird es mittlerweile so gemacht, dass dann die Pandas eingesammelt werden in Trucks und dann auf andere Hügel gefahren werden, wo der Bambus nicht geblüht hat. Ein unglaublicher Aufwand, aber die 1800 müssen erhalten bleiben. Die Chinesen arbeiten sehr, sehr hart daran. Tatsächlich, Fun Fact, jeder Panda mittlerweile in Zoos ist eine Leihgabe von China. Alle sind Staatseigentum und kommen irgendwann wieder zurück ins chinesische Mutterland sozusagen. Fragen zu Bao Bao oder der Dronte? Aktuell noch nicht. Nur ein kleiner Ausblick auf später, nämlich die philosophische Frage, ob du meinst, dass es Beutelwölfe in Queensland gibt. Okay. Das können wir aber später machen. Genau, aber kommt noch. Natürlich gibt es eine Panda-Frage. Sind Panda-Zuchten auch inzestuös? Es wird gerade bei Zoos und in Tierzuchtstationen, wo manche Zoos natürlich auch dazugehören, immer sehr doll darauf geachtet, dass das nicht passiert, dass nicht so eine Inzuchtdepression passiert. Manchmal bei wirklich kleinen Populationen kommt man nicht wirklich drum rum. Man gibt aber alles durch sogenannte Zuchtbücher, in die die Verwandtschaftsgrade aller Tiere von dieser einen Art, von dieser bedrohten Art zum Beispiel, aufgelistet sind. Für alle Wiesente gibt es das im Biao Weijia Nationalpark. Da ist ein Zuchtbuch nur für Wiesente und für Pandas gibt es dieses Zuchtbuch auch. Das heißt, man sucht immer wirklich sich den entsprechenden Partner aus. Man fliegt tatsächlich mal ein Tier ein aus einem anderen Zoo, aus einem anderen Land, aus einem anderen Kontinent, um die zu verpaaren, um dann die bestmöglichen Nachkommen zu kriegen. Ich weiß nicht, ob ihr es noch wisst, es gab vor ein paar Jahren in Dänemark einen großen Aufschrei in den Medien. Da haben die einen Giraffenbullen getötet und dann zerlegt und dann das Fleisch von dem in dem Zoo an die Löwen verfüttert und das alles mit großer Aufmachung und die Kinder und die Zuschauer konnten sich das anschauen aus erster Nähe und viele Infos erfahren. War eine ganz spannende Sache eigentlich. Viele Menschen haben sich darüber aufgeregt, warum wird das gemacht. Diese Giraffenbulle war zu nah verwandt mit allen Giraffendamen, die gerade so im Umlauf sind und deswegen konnte er nicht mehr als Zuchtbulle dienen. Und deswegen war es dann soweit, dass sich Dänemark, Kopenhagen müsste es gewesen sein, dazu entschieden hat, dann wenigstens sein Fleisch zu verwerten. Ja, also das lief auch aufgrund so eines Zuchtbuches, damit möglichst wenig Inzucht passiert. Noch eine Panda-Frage. Mhm. Hier hat jemand gelesen, dass der Panda den Bambus gar nicht richtig verdauen kann. Stimmt das? Ja, Bambus verdauen ist generell eine schwierige Sache. Ich weiß nicht, wer das von euch da draußen schon mal probiert hat. Es ist sehr schwer zu kauen, das Zeugs. Dazu haben die sehr große und gute Zähne, die da dazu nutzen kann, der Panda. Deswegen futtert er ja 30 Kilo am Tag, weil nicht so viele Nährstoffe drin sind. Sie haben eine verhornte Speiseröhre, damit die Bambussplitter sie nicht zerschneiden. Und ja, also ich habe schon gesagt, ne, allzu super ist Bambus als Nahrung jetzt nicht. Deswegen 30 Kilo, um irgendwie auf den Kaloriengehalt zu kommen. Aber es wird ein wenigstens nicht weggefuttert. Pandas haben ein bisschen bessere Enzyme für die Bambusnahrung, als andere Tiere das haben. Also so eine gewisse Anpassung findet man da schon, so eine evolutionäre Nähe dazu ist schon da. Und die machen es ja nicht umsonst. Es ist halt eine Nische, die die Pandas realisiert haben für sich. Es kommt aber auch hinten ohne Ende wieder raus. Es ist eine sehr ballaststoffreiche Nahrung und Steaks. Pandas essen Schweinekeulen. Die werden damit auch angelockt von den Chinesen. Na, die werfen dann Schweinekeule mit Knochen hin. Der Panda kommt an, frisst die auf. Gar kein Problem.
Bao Bao hat Reissuppe mit Hühnchen und Tofu gekriegt. Die futtern alles, aber naturgemäß gibt es hauptsächlich Bambus für die. Damit ist auch die Nachfrage beantwortet, ob Pandas nur Bambus essen. Genau, auch anderes, wenn sie es kriegen, aber normalerweise schälen sie Bambus so ein bisschen und knabbern den dann ab. Okay, und letzte Panda-Frage, gehört das Präparat von Bao Bao also auch der Republik China? Stimmt, ich habe es ja erzählt, ne? Alle Pandas, die im Zoo sind, sind Eigentum von China. Bao Bao ist der letzte, von dem ich weiß, der noch von den Chinesen verschenkt wurde. Im Zuge der Panda-Politik haben die, das müsste Helmut Schmidt gewesen sein, Bundeskanzler, haben sie ihm das geschenkt, das Tier, und als lebendiger Panda, 2 Jahre alt, und dann ist er 34 Jahre alt geworden in Berlin. Und weil er geschenkt wurde noch, darf er hier bleiben und wird deswegen niemals wieder nach China müssen. Wir können ihn behalten und damit machen, was wir wollen. Wir stellen ihn aus, wir sind sehr stolz drauf. Dankeschön, dann können wir weiter. So. Man rechnet ungefähr damit, dass so 1/4 aller Säugetierarten derzeit bedroht sind und ungefähr insgesamt so 35.000 Arten überhaupt wahrscheinlich auf der roten Liste stehen. Ungefähr 1/3 der Hai- und Rochenarten sind bedroht. Und Hai und Rochen bewahren wir gerne in Alkohol auf und das gucken wir uns jetzt mal an. Genau, wir gehen in den WLAN-Kessel. Wenn wir kurz weg sind, ist das immer ein Zeichen, dass wir gleich wieder da sind. Unsere Nasssammlung ist so ein bisschen kesselig, weil dieser Raum hier, und das merkt ihr natürlich nicht, aber wenn man hier reingeht, hier kommt so eine kühle Brise durch, der ist auf 18 Grad runtergekühlt. Hier drin, hinter dieser Glasscheibe, in diesem Kubus, sind noch mal ein paar Grad weniger. Und der Grund ist, hier drin sind die Tiere eingelegt in Alkohol. Und Alkohol kann brennen, denn das sind 70% Alkohol in den Gläsern, also extrem hochprozentig. Und der könnte natürlich verdunsten, das Tier würde trocken liegen oder auch sich entzünden. Deswegen wird das hier runtergekühlt, Sicherheitsmaßnahme, und dadurch werden die Tiere auch besser erhalten. Und hier haben wir tatsächlich jetzt Haie. Hier geht's schon los mit Haien. Rochen sind im Grunde nur platte Haie, ganz nah miteinander verwandt. Ich hoffe, man versteht mich einigermaßen. Hier drin hallt es ziemlich doll. Die Wände sind natürlich auch nicht verhängt, denn die Wände haben die Kühlelemente quasi in sich drin und kühlen diesen ganzen Raum hier runter. Und wenn wir jetzt mal bei den Haien bleiben, es ist immer so ein bisschen reißerisch, ne? Seit Jaws, der weiße Hai, sind die Haie immer so verschrien als Menschenfresser und so, und alle Menschheit hat Angst vor Haien und finden das gut, wenn irgendwo dann Haifischflossensuppe gegessen wird oder sowas. Um Gottes Willen, ja, Haie sind wunderschön, ganz tolle Tiere, sie erledigen eine extrem wichtige Rolle im Ökosystem und wir haben ungefähr jedes Jahr statistisch vielleicht 3-4 Menschen, die durch Haiangriffe sterben. Die Menschen werden nicht aufgefressen. Es ist natürlich trotzdem tragisch, dass sie sterben müssen durch Testbisse von Haien, die meistens verwechseln mit ihrer eigentlichen Beute. Aber umgedreht sterben jedes Jahr ungefähr 100 Millionen Haie durch den Menschen. Und das ist ein dramatischer Rückgang der Haipopulation. Es bleibt nur zu hoffen, dass irgendwann mal wieder ein bisschen Sinnhaftigkeit da reinkommt und die Menschheit vielleicht aufhört, so viel Beifang abzutöten einfach und so viel Haie auch extra zu fangen oder einfach nur aus schlechter Laune zu töten. Hier mal als Beispiel einen kleinen Hammerhai. Die sind wirklich verkannt als Menschenfresser. Es gibt ein paar, die halt den Menschen gefährlich werden können, theoretisch. Aber es passiert im statistischen Verlauf wirklich, wirklich selten. Ganz, ganz selten. Und ich war auch mal tauchen mit Haien, wunderschöne Tiere, über 2 Meter groß, und die haben ein bisschen geguckt vor Australien und das waren ganz entspannte Tiere. Also wenn man ganz ruhig bleibt und einfach nur schaut, ist es wirklich eine ganz tolle Möglichkeit, diese Tiere mal aus nächster Nähe anzusehen. Es sind keine Kuscheltiere, natürlich, aber genau, Haie, die Armen in den Meeren. Die gibt es schon seit hunderten Millionen Jahren. Sie haben bisher alle möglichen Aussterbeereignisse überstanden, doch der Mensch macht ihnen ganz doll zu schaffen. Es übergeht gerade so ein bisschen jetzt hier dann Richtung Rochen. Wir legen so die ersten los. Und auch Rochen als Knorpelfische, wie gesagt, ganz eng verwandt mit den Haien. Wer Haie mal irgendwie mit dem Gedanken spielt, ein Hai zu essen, was in manchen Kulturen gemacht wird, dem möchte ich noch mitgeben, die Info, dass Haie, bevor sie ihren Urin ausscheiden, ihn quasi noch durch den ganzen Körper leiten. Also das Haifleisch ist im Grunde getränkt von Harn des Tieres.
kann jetzt jeder für sich entscheiden, ob das so appetitlich ist oder nicht, wenn es denn schon wenigstens nicht ausreicht zu sagen, dass Haie wunderschöne Tiere sind. Kommentar hier an der Stelle. Gibt es sogar Stories, in denen Haie Menschen vor Orcas geschützt haben? Das war noch nicht nötig, denn Orcas, Killerwale, haben noch nie einen Menschen getötet. Sie könnten das natürlich sofort machen. Orcas sind wahrscheinlich die absoluten Apex, also Spitzenprädatoren. Das bedeutet, sie haben keine Feinde und sind im Umkehrschluss Feind von quasi allem. Sie haben aber noch niemals einen Menschen angegriffen und entsprechend war das nicht nötig. Abgesehen davon sind Orcas ja als Wale Säugetiere, die mit einer Blubberschicht zum Beispiel auch und halt einem Stoffwechsel und Körperwärme produzierend in der Lage sind, auch in kälteren Gebieten rumzuschwimmen. Das machen sie auch gerne im Süden oder im hohen Norden, wo sie dann Robben zum Beispiel fressen oder auch andere Wale angreifen tatsächlich. Und Haie sind meistens nicht in diesen extremen Längengraden. Ja, so Orcas wandern so ein bisschen hin und her, aber Haie sind meistens eher so in den Tropen, im zentraleren Bereich, wo es ein bisschen wärmer ist, das mögen die ein bisschen mehr. Es gibt allerdings Geschichten, wo Delfine, und die sind ja sehr nah verwandt mit den Orcas, Menschen vor Haien gerettet haben. Wer weiß, was passiert wäre, aber auf jeden Fall haben sie Haie vertrieben, nachweislich von bestimmten Menschengruppen, die mal irgendwo gekentert sind zum Beispiel. Hier gibt es eine allgemeine Frage zur Sammlung hier. Ja. Wie werden denn die Präparate vorbereitet, bevor sie so eingelagert werden? Tatsächlich nicht immer besonders. Nein, und fertig. Man hat dann gemerkt, dass gerade große Tiere, große Fische, wie wir jetzt sie hier haben, ne, so, was haben wir hier, so Störe, Sterlet und so weiter, das sieht aus wie ein Schlangenkopffisch, ein riesengroßer hier, dass die haben ja innen drin auch ein Darmsystem und da sind zersetzende Bakterien drin, die die Nahrung sonst zersetzen. Und wenn ich jetzt den Fisch dort drin habe im Alkohol, wird der von außen gut konserviert, aber der Alkohol kommt nicht schnell genug in die Körpermitte und da wird weiter kräftig gearbeitet und verdaut. Wenn nichts mehr von reinkommt, verdauen die Bakterien quasi den Körper von dem Fisch und deswegen gasen die auf und blähen sich auf. Deswegen, manchmal wird es gemacht, dass der Bauchraum aufgeschnitten wird, damit der Alkohol schnell reinfließen kann und dann alles innen drin auch sterilisiert, dass im Grunde alles abgetötet wird und keine Lebewesen mehr, keine Mikroorganismen mehr weiterarbeiten können. Schimmelpilze zum Beispiel und so weiter, dass das alles abgetötet wird. Das ist eigentlich so das Einzige, was man mit denen machen muss. Ja, kühl halten, komplett bedecken mit Alkohol, hochprozentiger Alkohol und ja, bei großen Aufschneiden. Deswegen, das Schöne ist ja für uns, dass die DNA erhalten bleibt. Das heißt, wir als Forschungsmuseum können uns das dann genau angucken. Wir können auch bei großen Tieren zum Beispiel auch den Mageninhalt angucken, was sie gefuttert haben zuletzt. Also wenn jetzt ein Tier vor 100 Jahren gefangen wurde, können wir mal gucken, was der vor 100 Jahren noch gefuttert hat. Ist alles noch drin. Ja, dankeschön. Und wir gehen raus und zum nächsten Router. Ein bisschen frisch hier. Wo gehen wir denn jetzt hin? Jetzt kommen wir zu einem Bereich, wenn das WLAN denn mitmacht, die Daten. Wunderbar. Kommen wir in einen Bereich, den ich auch wunderschön finde. Es ist so ein bisschen so ein Geheimtipp, weil er hier ein bisschen hinter ist. Aber ich finde ihn sehr schön und er passt sehr gut zur heutigen Führung und zum Führungsthema. Denn das Artensterben macht natürlich auch nicht Halt vor Vögeln. Und ich habe da ganz spezielle Vögel im Blick, die auch wieder mit dem Habitatverlust große Probleme haben. Denn sie sind in einem Biotop unterwegs, quasi in einem Biodiversitäts-Hotspot, also wo wirklich viele, viele Arten unterwegs sind und das sind zum Beispiel generell Korallenriffe, aber die Vögel, die ich jetzt meine, leben natürlich in den Korallenriffen, sondern im Regenwald, in Südamerika, im Amazonas-Regenwald. Vielleicht fallen euch ja die Vögel ein. Könnt ihr Emojis reinschreiben oder Wörter, welche ihr meint, um welche es jetzt geht, welche Vögel ich jetzt mir angucken möchte mit euch, die im Regenwald leben. Bin ich gespannt. Vielleicht kann Marc ja auch mal zwischenschalten, was dafür ist. Meistens dauert es ein paar Sekunden, bis der Chat auch live ist wie wir. Aber, na? Ja, erstmal bist du gelobt, dass du rückwärts laufen kannst. Das war knapp mit dem Schild gerade, was ich gesehen habe. Aber ich habe es hingekriegt. Ara. Papageien, fantastisch, genau. Da haben wir sie. Und wieder großes Problem, Habitatverlust. Und hier sind jetzt Aras. Aras gehören zu den eigentlichen Papageien, die heißen eigentliche Papageien.
und leben in Südamerika und fast alle, je nachdem wie man zählt, es gibt so ungefähr ein Dutzend, 12 Arten. Und fast alle von denen sind eigentlich auf irgendeine gewisse Art und Weise bedroht. Und hauptsächlich durch Habitatverlust, also wird denen wieder der Regenwald das Zuhause kaputt gemacht. Unterschiedliche Gründe, komme ich gleich noch dazu. Hier habe ich jetzt einen ganz besonderen, den ich diesen Kandidaten, den muss ich euch auf jeden Fall zeigen. Das hier ist der Spix-Ara, ein Pärchen davon. Und der Spix-Ara, den gibt es in freier Wildbahn nicht mehr. Er ist ausgestorben. Man hat da in den 80ern noch so ein paar Exemplare gesehen, dann irgendwie nur noch einen. Und das besonders Tragische daran ist, Aras sind generell sehr clevere Tierchen und die sind monogam unterwegs. Das heißt, sie sind leben in einer Ehe über ihr ganzes Leben. Und was der dann gemacht hat, es war ja nur noch einer da, der war da mit einem Rotrücken-Ara zusammen. Das ist da so einer. Nie war ein Weg kürzer. Und ja, was hat er gemacht? Er war einfach mit dem zusammen. Es war ungefähr die gleiche, die richtige Größe. Es war natürlich nicht die richtige Art. Aber bevor er gar keinen hatte, hat er dann die genommen. Also ich finde es eine sehr tragische Geschichte und sehr traurig. Aber ich habe positive Nachrichten versprochen und hier habe ich eine. Es gibt 3 Zuchtstationen weltweit für Aras dieser Art, Spix-Aras. Eine ist in Brasilien, eine ist in Katar, eine ist bei Berlin. Und die ist tatsächlich die erfolgreichste. Es gibt die Aras noch in Gefangenschaft und es gibt ungefähr 150, 200 wieder weltweit von denen und es werden mehr. Und die werden so erfolgreich gezüchtet, dass wieder 52, glaube ich, im Jahr 2020, letztes Jahr, es war nicht alles schlecht, wieder in die Wildbahn entlassen wurden. Beziehungsweise sind die jetzt in einer Riesenvoliere, um sich darauf vorzubereiten und dann wird die irgendwann aufgemacht und dann können sie wieder unterwegs sein. Also, hier auch wieder die Gefahr der Inzuchtdepression, also eine zu kleine Gruppe, aber man hat keine andere Wahl und man gibt alles einfach, um die Vielfalt und Krankheiten so gering wie möglich und die Vielfalt so hoch wie möglich zu halten. Also da gibt es jetzt wieder welche, die bald in die freie Wildbahn kommen. Ist das Tier aus dem Film Rio übrigens, haben die Filmemacher gesagt, der blaue Papagei aus dem Film Rio. Hier fragt jemand, ob man diesen Ort besuchen kann. Also ich nehme an, den in Brandenburg. Ja, das ist ein Verein. Ich weiß nicht, wie es jetzt zu Corona-Zeiten aussieht. Müsst ihr euch mal informieren. Wenn ihr aber Aras oder Spix, S-P-I-X, Aras eingebt und dann Brandenburg oder Berlin, werdet ihr auf jeden Fall auf die Seite kommen. Da gibt es nämlich nicht so viele. Ein Beispiel habe ich noch hier hinten. Das hier ist der Lear-Ara. L-E-A-R. Lear-Aras leben nur noch auf einer Gesamtfläche von ungefähr 8 Quadratkilometern. Das ist wirklich nicht viel. Lear-Aras sind extrem selten deshalb und das ist auch eine gute Sache, die ich jetzt vielleicht nochmal anspreche. Warum haben wir den überhaupt hier? Niemand ist von uns hier rausgegangen und hat den gejagt, weil der ja so unglaublich selten ist. Das hier ist eine Ausstellung, die nur zusammengekommen ist, weil wir einen guten Draht zu Zuchtstationen haben. Und dieser Lear-Ara war in einer Zuchtstation in Brasilien und ist dort nach einem erfolgreichen Züchterdasein oder Zuchtvogeldasein, ist er gestorben. Und dann haben wir den Anruf gekriegt. Und dann wurde unser Vogelchefpräparator darüber geflogen, der hat den fixiert, hergebracht, präpariert. Deswegen haben wir den hier. Natürlich wird kein Ara irgendwie aus der Wildbahn genommen oder sowas. Um Gottes Willen, das wäre das Letzte, was wir machen wollen. Und jetzt haben wir da hinten noch Best of Show, der Präparationskunst, das ist tatsächlich der Titel, den dieser Jaguar gekriegt hat, der versucht, den Ara zu schnappen. Ist der Grund, warum es den Aras so schlecht geht? Nein, natürlich nicht. Wenn mal so ein Jaguar versucht, einen Ara zu schnappen, dann ist das ein Trieb, den die Katze in sich hat. Ne? Da ist ein Vogel, ich versuche mal, der ist ein bisschen unvorsichtig, ich versuche mal hochzufliegen, springen und den zu schnappen. Das große Problem, was die Aras haben, ist nicht ein Jaguar, der das mal versucht, einmal in der Woche oder Monat. Das große Problem, was sie haben, ist einfach, dass der Regenwald weggeht. Und auch hier ist es wieder so, dass der Regenwald hauptsächlich zum Ackerland wird. Das heißt, der Regenwald wird gebrandschatzt, brandgerodet, abgefackelt, gefällt, verkauft, um dann dort Grasland oder Soja anzubauen. Und jetzt kommt nämlich der Twist, das habt ihr und wir generell in Deutschland auch damit zu tun, dass es den Aras schlecht geht. Wir essen gerne Fleisch, zum Beispiel Schwein oder Rind. Und um die fett zu machen, brauchen die Eiweiß, Proteine. Und in diesen Massenhaltungen hier in Deutschland oder auch generell weltweit wird dieses Mischfutter, dieses Kraftfutter, ganz viel mit Protein aus Sojabohnen produziert.
Und Soja wächst hier nicht sehr gut und das holt man dann aus Brasilien zum Beispiel oder den USA. Und in Brasilien gibt es nicht so viel Fläche, da ist viel Fläche vom Regenwald eingenommen und deswegen macht man den Regenwald platt und baut da Soja an. Jetzt könnte man auch irgendwann sagen, ja okay, dann ist ja irgendwann genug Fläche da, um jetzt alle Schweine hier zu füttern. Das Problem ist, was ein bisschen anti-intuitiv ist, der Regenwald kann sich selber gerade so erhalten. Nämlich, wenn jetzt die Bäume da wachsen und dann fallen immer mal wieder Blätter runter, dann werden die von Blattschnallerameisen zum Beispiel auch abgeschnippelt, kommen in den Boden, werden zersetzt von Mikroorganismen und dann kommen die ganzen Nährstoffe wieder sofort in den Boden. Der Boden vom Regenwald ist sonst total nährstoffarm. Klingt erstmal ganz komisch, ist aber tatsächlich so. Und das bedeutet, dass wenn ich jetzt den Regenwald wegnehme, ich diesen Kreislauf komplett zerstöre und wenn ich da jetzt Soja anbaue, passiert das nicht mehr, dieser Kreislauf. Der Boden wird nicht mehr erneuert und dadurch kann ich so Soja vielleicht 1-2 Jahre da anbauen, dann ist der Boden komplett hinüber und dann wächst auch kein Regenwald mehr da. Das ist ein Riesenproblem und deswegen wird jetzt auch nach Alternativen geguckt. Tatsächlich ein vielversprechendes Projekt ist, Insekten zu nehmen. Insekten können zum Beispiel unsere Abfälle verwerten und dann können die vielleicht das Eiweiß für so ein Mischfutter bringen, ohne dass wir jetzt Soja aus Brasilien herschaffen müssen. Denn die Insekten könnten wir hier in Containern züchten zum Beispiel. Gibt es mittlerweile Fragen zu den Swix-Aras oder zu anderen Bereichen, die wir noch hier hatten? Ja, kurz mache ich einen Werbeblock für die Podcast-Folge von zwei unserer Präparatorinnen. Da geht es nämlich genau um dieses Präparat. Die heißt Präparation. Werbung. Präparation, Make-up für die Ewigkeit, Podcast Beats and Bones, überall, wo es Podcasts gibt. Und eine Frage gibt es in der Tat. Wäre es möglich, die Aras mit anderen Ara-Arten zu kreuzen, um genetische Depressionen zu limitieren? Minimieren. Ja. Minimieren, limitieren, ja. Das ist eine Wortmischung hier. Genau. Bei manchen Arten ist das schon möglich, aber so eine Hybridisierung, also zwei Arten irgendwie zusammenbringen, das macht man äußerst ungern eigentlich und äußerst selten. Es muss wirklich ein guter Grund dafür da sein. Ich habe vorhin schon mal erzählt, der letzte Spix-Ara hat sich mit einem Rotrücken-Ara zusammengetan. Die haben wohl auch Nachkommen bekommen. Es ist bei manchen möglich, allerdings ist dann, weil doch ein gewisser genetischer Abstand da ist, ist nicht immer gegeben, dass die Fruchtbarkeit von den Nachkommen, vielleicht schaffen sie es noch, Nachkommen selber dann zu kriegen, aber manchmal sind sie vermischt. Und dann ist vielleicht dann die Nachkommen nicht so fruchtbar wie die ursprünglichen. Also um die Art für sich zu erhalten, ist eigentlich so eine Reinzüchtung von anderen Arten nicht erwünscht. Hier sehen wir das jetzt, ne? Da haben zwei solche Aras diesen mittleren Ara tatsächlich produziert. Man sieht so ein bisschen, von roter und gelber Brust ist eine Orange rausgeworden. Das ist tatsächlich das Jungtier von den beiden. Also es geht, ja, aber es ist unerwünscht. Bei manchen Arten muss man es aber machen. Man hat einfach nicht genug genetisches Material. Zum Beispiel beim Wisent, da gibt es so ein paar unterschiedliche Richtungen und Linien und so. Und da hat man dann noch eine andere dazu genommen und noch Bisons, um da aus Amerika noch so ein bisschen genetische Vielfalt reinzubringen. Manchmal geht es nicht anders. Danke für die Antwort. Soll ich dir weitergeben? Okay, weiter geht's. So, also, wir hatten schon Habitatzerstörung, Lebensraumverlust ist das größte Problem eigentlich, was die Tiere und generell die Lebewesen heutzutage so als Problem haben. Eine weitere Sache ist natürlich Wilderei zum Beispiel oder auch früher noch, so 1800 ungefähr, die Sammlungswut von bestimmten Wissenschaftlern. Da kann sich die Wissenschaft nicht zurückziehen, das ist tatsächlich so gewesen. Manche seltene Arten wollten einfach vom wissenschaftlichen Adel oder sowas gesammelt werden, ne? Und sollten auf jeden Fall noch, bevor die aussterben, will ich noch eine in der Sammlung haben. Das ist so 1800 passiert, da gibt es ein paar Beispiele. Eine andere Sache ist zum Beispiel das Einführen von Neozoen, also von Tieren, in einen anderen Bereich, wo die eigentlich nicht zu Hause sind. Ein Beispiel ist dafür die Katze. Die Katze ist wahrscheinlich verantwortlich für die meisten oder die größte Zerstörung von Ökosystemen im Bereich so Australien zum Beispiel, auch Neuseeland. Katzen gehören überhaupt nicht hin, es gibt keine großen Vorkommen dort von irgendwelchen Raubtieren und deswegen hat die Katze da ein Riesenfeld für sich gehabt und erschlossen, was eigentlich nicht gut ist für das komplette Ökosystem. Okay. Ist vielleicht ein ganz guter Ort. Es gab noch ein paar Fragen zum Thema Nasssammlung. Oh ja. So. Wie alt ist das älteste Präparat der Nasssammlung? Hier der Faktentest mit Sebastian Dempröder. Ja, wir haben von Markus Elisa Bloch
ist eine Privatsammlung, die müsste irgendwie 1700 irgendwas sein, glaube ich. Von da sind irgendwelche Tiere da drin. Mir fällt jetzt nicht ein, irgendwie das Älteste, aber das ist auf jeden Fall eine Privatsammlung, die ich glaube eine der größten der Welt war. Wenn da waren Feuchte dabei, auch Feuchtpräparate. Oder? Weil also die Trockensammlung gehört auf jeden Fall zu den Ältesten. Bei den, ob die da Feuchtpräparate hat, weiß ich gar nicht so genau. Ja, ich meine schon. Ja. Haben wir auch was Alexander von Humboldt gesagt? Ach doch, ich glaube schon, ja. Schaut euch einfach mal bei Gelegenheit den alten Livestream mit deinen Kollegen Fred und Corby an. Die haben dazu ganz viel erzählt. Genau, die schauen sich die Nasssammlung speziell an und es ist absolut sehenswert. Also 12,5 Kilometer Regalfläche, 1 Million Präparate eigentlich in Alkohol eingelegt. Wir haben ungefähr 70, 80 Tonnen Alkohol da verarbeitet in den ganzen Tieren da drin. Also unvorstellbare Mengen, die da zusammengekommen sind über die hunderte Jahre, wo das zusammengesammelt wurde. Noch was dazu? Ansonsten? Ich scrolle. Ach so. Das war ja vor den Aras, deswegen. Du kannst ja irgendwie Musik machen oder so, wie in so einer Warteschleife. Ich die Musik oder ja. Ich möchte noch den kurzen Fakt zu der Katze erzählen. Es gibt eine Insel bei Neuseeland. Neuseeland ist ja auch eine Insel, aber so an der Südinsel im Norden, da gibt es, ich glaube, Stevens Island oder sowas. Und da ist der Stevens-Schlüpfer, heißt so. Nicht, was ihr denkt, das ist ein Vogel, der gehört zu den Stummelschwänzen. Ist ein bisschen ähnlich wie der Zaunkönig zum Beispiel. Ist nicht mit dem verwandt, aber sieht so ähnlich aus, hat die ähnliche Nische, konvergente Evolution realisiert. So. Und der war jetzt auch nicht sehr schnell, weil das nicht sein musste. Und da ist ein Leuchtturm gebaut worden auf dieser Insel. Raues Wetter drumherum und die Schiffe fahren da, es sollte sicher sein. Und es ist ein Leuchtturmwärter, der diesen Leuchtturm natürlich bemannt hat. Und dem war langweilig, der hat sich eine Katze mitgebracht. Und diese Katze hat auf der Insel alle Stevenschlüpfer, also alle diese Vögel, platt gemacht. Der hat den immer ganz stolz gefangen, hat dem Leuchtturmwärter vor die Füße gelegt, hier, bitteschön. Und ja, der war Ornithologe, das heißt, das ist der einzige Grund, warum wir überhaupt davon wissen, denn der hat pflichtschuldigst diese Tiere genommen und gedacht, oh, die kenne ich gar nicht, hat ihn einem Kollegen geschickt, der hat sich das angeguckt und der hat gemerkt, ja, okay, das ist eine neue Art, die kennen wir gar nicht. Dann sind wir hingefahren und haben keinen mehr gefunden. Die Katze hat alle von diesen Vögeln platt gemacht und das ist nicht die einzige Geschichte davon. Hast du die Frage gefunden? Natürlich. Danke für die Überbrückung. Werden die Nasspräparate nicht mehrfach eingespritzt und der Alkohol gewechselt? Fragezeichen. Genau, ja, also kann man auch machen, dass man den Alkohol an die tieferen Stellen bringt. Meistens wurde es so gemacht, dass der Bauchraum geöffnet wurde. Da kann man auch für Biopsien zum Beispiel ein bisschen besser dann so ran. Was ja über die Jahre, die ist ja nicht immer, die ist seit 2009 in diesem Saal, wo jetzt gekühlt wird. Vorher, seit den über 100 Jahren, die wir das Museum hier so haben, ist es so, dass die Alkoholsammlung bei Raumtemperatur aufbewahrt wurde. Und das Problem ist halt, seit 1898, seit das Museum hier in der Invalidenstraße steht und die Sammlungen sind teilweise noch älter, da verdunstet ohne Ende was raus. Ne? Wenn sie einfach im Sommer warm wird, dann verdunstet das alles raus. Deswegen waren die Betreiber oder Kustoden der Alkoholsammlung immer beschäftigt, Alkohol einzukaufen und den in Eimern und sowas hin und her und den Kanister hin und her zu tragen. Entsprechend schnell hatten die einen Ruf weg hier im Haus, weil die immer den ganzen Alkohol verbraucht haben. Ne? Oh, ist wieder verdunstet. Genau. Das war so ein bisschen das Problem an der Sache, da wurde man nachgekippt, das macht man nicht mehr, weil man es A nicht muss und B, weil es auch eine schlechte Sache ist. Man muss eigentlich genau gucken, ne, eine Verdünnungsreihe anstellen, es ist nicht einfach nur draufkippen. Wenn man eine andere Konzentration da draufkippt von dem frischen Alkohol, kann es sein, dass die Zellen dadurch ein bisschen Schaden nehmen oder zerstört werden. Da ist ja auch noch Wasser drin und das muss eigentlich genau passen. Es ist nicht so einfach, Alkohol draufzukippen, man muss aber dafür sorgen, dass die Tiere eigentlich nicht trocken fallen. Also es ist so ein, ja. Man versucht es halt zu umgehen, aber jetzt, wo es gekühlt wird, ist es eigentlich nicht mehr nötig, den Alkohol auszuwechseln oder drauf zu kippen oder sowas. Genau, gut, dann können wir weitergehen. Also, die Frage kann ich sogar beantworten, ich weiß auch was. Gibt es die ganzen Live-Videos auch irgendwie on demand nachzuschauen im Netz? Ja, gibt es diese Möglichkeit? Ja, hier auf Instagram wird das im Nachhinein hochgeladen, außer ich schaffe es nicht, weil irgendwie ein Klick daneben geht, aber es ist noch nicht vorgekommen. Danach könnt ihr die auch bei Instagram, bei YouTube sehen. Das genau, die nächste Live-Führung sind wir bei Instagram auf dem Kanal des MFN, wo ihr auch gerade seid. Da könnt ihr euch die natürlich noch ansehen. Und finden die Livestreams auch nach dem Lockdown statt? Das kann ich auch beantworten. Wir werden auf jeden Fall weitermachen, auch nach
dem Lockdown. Es wird allerdings sehr wahrscheinlich im Sommer etwas weniger Livestreams geben, weil ihr da vermutlich auch anderes zu tun habt. So, weiter geht's. Nicht nur Habitatzerstörung, nicht nur Wilderei oder Habitatzerstückelung ist ein Problem, sondern auch, es ist generell einfach nicht viel Habitat da. Das ist ein Problem, was der Komodowaran hat. Der ist auf den Sunda-Inseln in Indonesien unterwegs und das sind nur kleine begrenzte Inseln. Zwischen denen können diese größten Echsen der Welt durchaus auch mal schwimmen, aber jetzt nicht viel weiter. Ja? Also die kommen jetzt nicht irgendwie über das ganze Meer dann aufs Festland oder sowas. Das heißt, generell Komodowaran gibt es nur ungefähr so 3000 Exemplare überhaupt, nur auf diesen Inseln. Und wenn jetzt zum Beispiel die Leute sagen, größte Echse der Welt, gucke ich mir mal an, dann fahren die da hin und machen wahrscheinlich so die Insel da kaputt und den ganzen Lebensraum. Und die Echsen haben jetzt nicht großartigen Raum, wo sie ausweichen können. Also diese Habitatfragmentation und auch Habitat, was generell einfach nur gering vorhanden ist, ist ganz fragil, also wirklich zerbrechlich. Und da muss man wirklich eigentlich die Finger von lassen, was jetzt auch passiert. Also dieser exzessive Tourismus zu den Komodowaranen wurde unterbunden. Passiert nicht mehr so, wie das früher mal war. Was gut ist, ich habe mir auch sagen lassen, die haben den schlimmsten Mundgeruch von allen Tieren. Der rottet alles im Mund und die haben da deswegen so eine ganz schlimme Bakterienzusammensetzung. Weshalb die es auch schaffen, Ochsen zu erlegen, die 300 Kilo oder sowas noch mehr wiegen. Bevor du weitergehst, sag dir auch noch was zu den tasmanischen Teufeln, wurde gefragt. Kann ich machen, das ist ja ein tasmanischer Teufel. Ja. Haben wir hier. Ist das das, was gewünscht war, der tasmanische Teufel? Der hat ein Problem tatsächlich in Tasmanien, offensichtlich Australien gibt es noch, wird auch ein bisschen wieder gezüchtet und angesiedelt. Allerdings gibt es da so ein bisschen, so eine virale Infektion. Die kann man vergleichen eigentlich wie bei Hasen, so Luxomatose, da schwellen die Schleimhäute an, riecht Nasenschleimhäute, die Augen schwellen zu und sowas, das wird alles zerfressen. Das ist eine Epidemie, die darum geht und das ist sehr, sehr, sehr schwierig für die Tiere. Da wird versucht, das irgendwie in den Griff zu kriegen. Aber tatsächlich, genau, tasmanischer Teufel hat ein großes Problem, was das angeht. Der Namensvetterfass ist der tasmanische Tiger. Und der nochmal. Der tasmanische Tiger ist auch stellvertretend für den falschen Umgang der Menschen mit Tieren. Der tasmanische Tiger hier, ein original echtes Präparat, lebte auf Tasmanien und auch in Queensland in Australien. Und da grenzt die Frage von vorhin da natürlich hart dran. Da äußere ich mich gleich zu. Der tasmanische Tiger, da wurde der letzte 1936 gesichtet. Beziehungsweise das war dann auch der Zeitraum, wo dann der letzte im Zoo in Hobart, in der Hauptstadt von Tasmanien, gestorben ist. Namens Benjamin, man ist sich nicht mal sicher, ob das ein Männchen war oder vielleicht doch ein Weibchen. Der größte Beuteräuber, den es so gab in letzter Zeit in Australien, näher verwandt mit Kängurus und Koalas als mit Wölfen und mit Tigern sowieso nicht, hat nur die netten Streifen auf dem Popo hinten. Aber diese Tiere wurden ausgerottet und da kommen wahrscheinlich mehrere Faktoren zusammen. Vor ungefähr 5000 Jahren sind Dingos, also Wildhunde, nach Australien eingeschleppt worden und die haben die ähnliche Nische quasi sich darin breit gemacht, die der tasmanische Tiger hatte, ne? Nämlich kleine Beutetiere fressen und ungefähr die gleiche Größe hatten die auch und sie waren einfach ein bisschen flinker, ein bisschen besser. Der tasmanische Tiger hat deswegen Schwierigkeiten gehabt, sich noch zu verbreiten da, weil die Dingos das alles streitig gemacht haben. Dazu kommt, dass die auch, und jetzt sind wir wieder bei den Krankheiten übertragen haben auf die tasmanischen Tiger. Und wenn es nicht mehr so eine große Population gibt, gibt es auch nicht mehr die große genetische Vielfalt. Das heißt, die Population vom tasmanischen Tiger hatte nicht wirklich die Werkzeuge oder halt die Vielfältigkeit in den Genen, um gegen diese Krankheiten vorzugehen. Zum Beispiel Staupe, das Staupe-Virus. Und zu guter Letzt hat die australische Regierung noch bis zum Schutz Stellen des Tieres 1936, als, wir erinnern uns, der letzte gestorben ist. Dann haben sie gesagt, okay, wir sollten ihn vielleicht schützen. War ein bisschen spät. Da haben sie noch Kopfgeld ausgerichtet für die Tiere, dass die umgebracht werden, weil die Farmer dachten, die fressen mir die Schafe weg.
hat man später herausgefunden, haben die gar nicht gemacht. Die waren ja nicht in der Lage dazu, die hatten einen viel zu schwachen Biss dafür wahrscheinlich und so, also nicht in dem Ausmaß, wie das gedacht war. Und so kommt alles zusammen. Die Menschen haben gesagt, nee, dann macht man hier die Schafe weg, dann mache ich den weg. Dann Krankheiten und noch Habitatverlust durch die Dingos, die da jetzt verbreitet wurden. Alles zusammen hat den perfekten Sturm kreiert und deswegen ist der tasmanische Tiger wahrscheinlich ausgestorben. Wahrscheinlich. Ich bin Optimist. Ich sage, vielleicht geistert noch irgendwo einer rum. Wäre ich aber wirklich überzeugt, würde ich ihn wirklich suchen. Denn eine australische Zeitung hat mal, ich glaube, ungefähr 750.000 Euro dafür ausgeschrieben, wenn ich einen Nachweis bringe, also jeder von euch da draußen, wenn ihr einen Nachweis bringt von einem lebenden tasmanischen Tiger, kriegt ihr eine 750.000 Euro. Wäre das was? Könnt ihr mal versuchen. Noch was zum Baran. Der Kommentar lautet: Bitte. Ich dachte, die Barane haben auch Giftdrüsen und führen dadurch zum Tod. Genau, sie haben, das war so ein bisschen in der Forschung, ging es hin und her, haben die Gift oder nicht. Zwischendurch wurde gesagt, man kriegt eigentlich nur eine Sepsis, also eine Blutvergiftung von diesen vielen Bakterien im Maul, was sie so haben. Mittlerweile ist wohl klar, sie haben auch Giftdrüsen mit Gift, was zum Beispiel die Blutgerinnung hemmt. Das heißt, wenn man gebissen wird, dann läuft es einfach immer weiter raus aus der Wunde. Es wird nicht kommt nicht zu einer Wund- oder Schorfbildung. Und die Wunde wird nicht zugedichtet. Das ist ein bisschen das Problem an der Sache. Und so laufen die einfach hinter zum Beispiel Ochsen her oder Stieren oder sowas. Und dann beißen die Achillessehnen hinten durch mit sehr scharfen Zähnen. Und dann können die nicht mehr vernünftig laufen. Und es läuft auch noch das ganze Blut daraus. Die kriegen langsam so einen Schock. Und dieses Gift wirkt halt ja blutgerinnungshemmend und schmerzfördernd. Das heißt, irgendwann rasten die Tiere raus und fallen dann einfach um, weil die fix und fertig sind. Ganz, ganz grausige Art, wie die Komodo-Warane das machen, aber die kennen es nicht anders. So, nochmal hier zum Beutelwolf. Hat man Staupe damals als Todesursache erkannt? Ich weiß gar nicht, ob es damals klar war. Es war auch nicht wirklich das Interesse da, diese Tiere da groß zu schützen. Das kam ja erst später, als man gemerkt hat, gut, jetzt gibt es gar keine mehr. Also diese Schutzbestrebungen kamen ja in der gleichen Zeit, als die Tiere dann letztendlich wahrscheinlich ausgerottet waren. Es wurde auf jeden Fall nachträglich als der Grund, als Mitgrund klassifiziert. Währenddessen wahrscheinlich auch schon, aber es hat wahrscheinlich keinen interessiert so wirklich. Weil das Image von dem tasmanischen Tiger oder vom Beutelwolf eher das war, der macht unsere Lebensgrundlage zunichte, der tötet alle Schafe. So. Gute Geschichte. Erstmal wieder schlechte Geschichte. Hier ist ein Quagga. Kann man das sehen? Kann man das erkennen? Also man kann es ja ahnen, aber irgendwann machen wir wieder auf, ne? Dann guckt ihr euch das ja alles an. Ja, genau. Also ich kann ja mal so ein bisschen mit Alternativtext hier arbeiten. Das ist im Grunde eine Unterart auch vom Steppenzebra. Es hat Streifungen wie ein Zebra, aber längst nicht so doll und sieht so aus wie so eine Mischung aus Pferd und Zebra. Es ist eher bräunlich, weiße Läufe und dann vorne so ein bisschen die Streifenzeichnung. Quaggas sind ausgestorben, ausgerottet, ungefähr ja, Ende des 19. Jahrhunderts wurde das letzte erschossen. Die Leute haben sich auch einen Spaß draus gemacht und haben die Tiere einfach platt gemacht. Wieder Mangel an Respekt vor dem Tier und vor dem Leben, leider. Aber, gute Nachricht, ein Verein oder ein Privatmensch in Afrika hat sich gedacht, es gefällt mir nicht, dass das Quagga ausgestorben ist. Und er hat sich Land gekauft, er hat sich eine Gruppe Steppenzebras gekauft und so selektiert jetzt aus bei der Zucht die Tiere, die am ähnlichsten, so die breitesten schwarzen Streifen haben quasi. Und das macht er immer weiter. Und mittlerweile, das nennt sich das Quagga Project, gibt es wieder Zebras, die fast genauso aussehen wie dieses Quagga hier. Kann man auch im Internet finden, ist eine ganz spannende Sache. Ist das jetzt ein Quagga wieder? Nein. Ne? Da müssen wir ehrlich sein, das ist im Grunde ein Zebra, was wieder rückgezüchtet wurde, dass es wieder so aussieht wie ein Quagga vorher, ist natürlich immer noch so ein bisschen so ein Zebra quasi, aber es sieht zumindest so aus und das wäre auch eine Möglichkeit, wie man an bestimmte Arten da rankommen kann. Andererseits halt ausgestorben, ist bisher ausgestorben. Die Tiere sind bisher weg. Es wurde noch nie ein Tier irgendwie von den Toten wieder auferweckt, sagte er und verbesserte sich gleich, denn der Pyrenäensteinbock ist ein spanischer, iberischer Steinbock, der in den 80ern, glaube ich, ausgestorben ist. Es gibt davon aber nah verwandte iberische Steinböcke. Und deswegen hat man gesagt, okay, man hat in Museumssammlungen noch so Präparate vom Pyrenäensteinbock und hat davon DNA extrahiert und hat die dem nah verwandten iberischen Steinbock ins Ei eingepflanzt und quasi geklont.
Das Tier ist aber nach ein paar Stunden verendet, weil es irgendwie ein Lungenproblem hatte. Also es wurde versucht, ein totes, ausgestorbenes Tier wieder zu beleben. So ein bisschen Jurassic Park, nur halt mit so einem Steinbock. Und der ist in den 80ern ausgestorben und nicht vor 65 Millionen Jahren. Und das hat auch nicht geklappt. Also bisher nach wie vor hat es nicht funktioniert, ausgestorbene Arten wieder zu erwecken. Hier gibt es noch einen Hinweis zu den Przewalski-Pferden. Przewalski? Ja. Das war, glaube ich, der Test für mich. Die Gene sind daher auch weg. Von den Przewalski-Pferden? Wurde hier kommentiert. Ah, okay, okay, gut. Ja, die letzten Wildpferde, ja, also man sagt so, das sind die letzten Wildpferde. Es gibt noch andere Pferde in Polen, werden noch andere Gruppen gezüchtet, die so rückgezüchtet werden. Man versucht auch den Auerochsen irgendwie wieder zurückzuzüchten mit so Anscheinzüchtungen, dass es so, also aussieht wie der Phänotyp, also das Äußere soll zumindest so aussehen wie das Tier, dass man da irgendwie wieder rankommt. Ja, ist die Frage, wie gut es funktioniert. Ich denke, es zeigt zumindest die Motivation und das ist doch immerhin etwas. Und eine Userin hat kommentiert, aber die gibt es doch, oder? In Zoos? Aber ich weiß gerade nicht mehr, welche Art es war, aber es muss eine der letzten gewesen sein. Pferde? Tja, wer weiß. Przewalski-Pferde, meines Wissens nach gibt es die, genau. Also okay. Die leben in den Steppen der Mongolei. Da ist so ein bisschen was eingekreuzt wohl mit Hauspferden vielleicht und sowas, ein bisschen in der Debatte. In Zoos gibt es sie auch noch. Ja, ist die Frage, wie engstirnig man da sein möchte, dass man sagt, okay, das sind keine Wildpferde mehr oder sowas. Das ist jetzt in den letzten Jahren so ein bisschen so eine Haarspalter-Debatte geworden. Also es gibt Przewalski-Pferde und die kann man noch als die letzten verwilderten Pferde oder Wildpferde eigentlich so sehen. Genau. Okay. So. Ein anderes Beispiel auch für ein Artenaussterben ist zum Beispiel die Tatsache, also wann stirbt eine Art aus, wenn sie, wenn das letzte Tier davon gestorben ist oder im Grunde auch die Art endet, wenn sie sich in zwei neue Arten aufspaltet. Und jetzt könnte man sich natürlich fragen, warum gibt es denn noch überhaupt so viele Arten, wenn die aufspalten und dann sind die ja irgendwie besser angepasst oder so, ne? Und das ist so ein bisschen das, was Charles Darwin immer nachgesagt wurde, warum gibt es denn Affen, wenn wir von Affen abstammen? Ne? Wir sind ja besser als Affe, und warum gibt es da überhaupt noch Affen, die müssen wir doch eigentlich verdrängt haben? Nicht ganz so einfach, ne? Also erstmal ist die Welt ja sehr divers, es gibt ganz viele große Unterschiede in den Ökosystemen und entsprechend gibt es auch viele Bereiche, wo bestimmte Tiere und Pflanzen sich breit machen können, ohne dass andere stören und sowas, ja? Und ein Beispiel ist auch hier, die Feuchtnasenaffen, zu denen gehören die Lemuren, sind auch Primaten und die sind entsprechend nah mit uns verwandt. Das bedeutet, die sind auf Madagaskar unterwegs, auf der Insel, und wir finden sie nur da. Die gab es aber auch mal generell auf dem afrikanischen Festland, auf dem Kontinent. Aber da haben sich dann die Trockennasenaffen, das sind wir, das sind Gorillas, das sind Schimpansen, breit gemacht. Und die waren tatsächlich besser geeignet mit größerer Hirnmasse und konnten sich da ausbreiten. Die haben die ganzen Lemuren verdrängt. Aber Madagaskar als Insel hat sich abgespalten und war dann wie eine Arche für die Feuchtnasenaffen, für die Strepsirini, die Lemuren. Und deswegen finden wir Lemuren wie King Julian, ne, den Cutter, oder wie den Wari oder den Mausmaki oder das Fingertier, Ai-Ai. Deswegen finden wir die auf Madagaskar noch, weil sie da als letztes Refugium noch diesen Ort für sich hatten. Manchmal ist es also gut. Ansonsten einfach knallharte Konkurrenz. Die Trockennasenaffen haben die Feuchtnasenaffen verdrängt. Für den Weg eine Frage. Sind Präparate von ausgestorbenen Arten, die keine Sammlungsdaten haben, noch von wissenschaftlicher Relevanz? Alles ist von wissenschaftlicher Relevanz. Bei uns kommt es manchmal vor, dass wir in Schubladen gucken oder halt ein Sammlungspfleger oder ein Kustos, Kurator schaut in Schublade, sieht ein Glas, einen Deckel drauf, da steht jetzt nicht viel drin, nur ein Fundort und eine Zeit. Und da sind irgendwie gewisse Insekten aus einer Insektenfalle drin. Und dann sieht er das und guckt sich das an, wenn er Muße und Zeit hat und merkt, die kenne ich noch gar nicht, die sind eine neue Art. Und dann schreibt er es auf und bestimmt diese neue Art und beschreibt diese neue Art und dann schaut er mal, wo wurden die gefunden, dann geht er dahin, Indonesien oder was weiß ich, Vietnam oder sowas, und in dem Habitat, wo die mal gefunden wurden, vor 100 Jahren oder sowas, findet er die schon gar nicht mehr. Also, genau das ist passiert, die Art wurde hier entdeckt quasi, also wurde schon woanders entdeckt, aber hier erstmal beschrieben, als neue Art, eingetragen, und dann hat man gemerkt, sie ist wahrscheinlich ausgestorben.
Man weiß nichts sonst über diese Art, man weiß nicht, wie die rumgelaufen ist oder sowas, aber natürlich ist das von wissenschaftlichem Wert. Wir wollen natürlich, und wenn es nur das ist, um zu sehen, welche Arten hatten wir mal, welche sind ausgestorben oder sowas. Vielleicht findet man auch noch DNA da drin, ja, und die Technologie wird immer besser, die Biotechnologie entwickelt sich immer weiter und entsprechend wäre es dann auch möglich, zum Beispiel mit der DNA-Untersuchung zu machen, was diese Art ausgemacht hat, was sie für Fähigkeiten hatte oder sowas, vielleicht sie auch zu klonen in Zukunft oder so oder. Also ganz viele Möglichkeiten, die sich da noch bringen. Wichtig ist, dass man es erstmal konserviert, das ist auch der Auftrag vom Museum, denn vielleicht haben wir Fragen in Zukunft, die wir heute noch gar nicht wissen, die wir später stellen und dann haben wir zumindest das Material dafür. Ganz wichtiger Punkt für so eine wissenschaftliche Sammlung. Okay. Ja? Fantastisch. So, hier nochmal, wer mich kennt, wer die Führung kennt und das Museum, der weiß, dass ich den Liebling Kakapo habe. Da vorne ist er, Eulenpapagei aus Neuseeland, der Grüne da. Dieses kleine dicke Tierchen kann nicht fliegen, musste er ja auch nicht, weil auf Neuseeland nie irgendwelche großen Raubtiere sind. Bis auf jetzt, ne? Jetzt sind da Katzen und die machen Kakapo die Hölle heiß. Es gab davon unter 50 Exemplare, heute gibt es wieder über 200. Und das ist nicht zuletzt der unermüdlichen Tätigkeit der Züchter dort vor Ort zu danken. Die arbeiten Tag und Nacht daran, dass es diesen Tieren gut geht. Alle 200 haben einen Namen. Ja, die wissen genau, wo die sind oder haben sie in Zuchtstationen und Volieren. Und das geht sogar so weit, dass der Kakapo, wenn das Weibchen so ein Gelege gelegt hat und dann mal nachts sich auf den Weg machen muss, um irgendwas zu futtern, damit sie nicht verhungert, dann ist da ein Ranger oder eine Rangerin in der Nähe, geht dahin und der macht eine Decke auf das Gelege, damit diese Eier nicht auskühlen. Also man geht unglaubliche Strecken, um dieses Tier zu bewahren und das finde ich ist so eine schöne Nachricht, zumindest jetzt auch so am Ende dieser Führung. Wenn wir ein Ziel haben, ja, dann können wir das auch erreichen. Keine andere Art auf der Welt eigentlich macht so einen großen Unterschied auf der Erde. Sei es negativ, aber sei es auch positiv. Wenn wir uns ein Ziel setzen, mag es klein sein, mag es groß sein, wir können das eigentlich hinkriegen. Und warum nicht unsere Anstrengungen in die Richtung bringen, dass wir Tiere erhalten, dass wir Lebensräume schützen und dass wir auch mit eigenen Handlungen ein bisschen was für unsere Umwelt tun. Gibt es Fragen soweit? Ja. Oh, okay. Welches heimische Tier ist am akutesten bedroht auszusterben? Welches heimische Tier? Schneehase. Der Schneehase ist sehr selten. Auerhahn. Und Auerhenne natürlich auch, die leben sehr gerne sehr ungestört und in so lichten Wäldern. Sowas gibt es kaum noch in Deutschland, das wird eigentlich alles zugebaut. Das ist extrem selten. Man könnte jetzt auch Haare spalten und sagen, zum Beispiel sowas wie Wiesent. Also jetzt gibt es wieder eine Herde von ungefähr 30 Tieren oder sowas im Rothaargebirge in Nordrhein-Westfalen. Die sind wieder ausgewildert worden, das ist sehr, sehr selten. Es gibt auch, Steinböcke sind relativ selten. Es gibt wieder den Wolf, dem geht es relativ gut, also da muss man sich nicht so die Gedanken drum machen, außer die Leute setzen durch, dass sie ihn irgendwie erschießen lassen. Braunbär gibt es immer mal wieder in Deutschland, aber immer nur so einen. Manchmal wird er dann auch erschossen, wie Bruno, der Problembär. Aber die kommen tatsächlich so über die Alpen, über Tschechien und sowas, kommt immer mal wieder so ein Braunbär rüber. Dann ist der das seltenste Tier, was wir in Deutschland haben, weil es immer nur so einer ist. Genauso ein Elch. Elche gab es auch in Deutschland früher. Heute nicht mehr und immer mal wieder kommt so ein Elch nach Deutschland rein. Könnte irgendwann wieder ein fester Bestandteil unserer Megafauna werden, also große Tiere. Also ja, Braunbär, Elch, Schneehase, Feldhamster wird noch genannt. Bitte? Der Feldhamster wird noch genannt. Feldhamster, ja genau. Auch ein Paradebeispiel für so eine Inzuchtdepression, die der aber durch große Reproduktivität, also der vermehrt sich sehr eifrig, wettmachen kann. Der produziert aber so viele Nachkommen, irgendwer davon wird schon vernünftige genetische Ausstattung haben. Und der 3-10-Specht. Oh ja, auch okay, noch genannt. Ja, auch noch. Also einige. Ja, also genau. Aber ich glaube, keiner kann den einzelnen Elch, den wir dann ab und an mal in Deutschland haben, schlagen. So dieses eine Tier oder den einen Braunbären oder so. Hier gibt es noch mal eine Frage zum Dodo zum Abschluss. Ja. Habt ihr noch Knochen oder ein Replikat einer Dronte? Das heißt wahrscheinlich, die Person war da noch nicht da, aber vielleicht kannst du sagen, ob wir Knochen haben. Genau, also meines Wissens nach nicht. Es gibt, also niemand hat ein komplettes Skelett, niemand hat ein komplettes Exemplar, sei es ausgestopft oder präpariert oder eingelegt oder sonst was. Manchmal findet man gewisse Fossilien auf dem Markt, manchmal findet man konservierte Präparate irgendwie, die sind alle zusammengesetzt aus so einem Fundus auf Mauritius, da sind so ein paar gestorben und dann immer wieder findet man so ein paar Sachen und dann
schustert man das so zusammen. Es gibt nicht ein einziges komplettes Exemplar weltweit, leider. Okay. So, damit du auch mal Live-Feedback bekommst zum Abschluss. Hier schreibt jemand, das war so spannend. Danke. Im realen Leben wäre ich nervig rumgehüpft und hätte mich andauernd mit Fragen gemeldet. Also. Hier gibt es aber viele Bereiche, wo man viele Fragen stellen kann. Wir haben eine phänomenale Ausstellung hier. Es sind tausende Tiere und Objekte hier in der Ausstellung. Also wenn wir hier nur ein bisschen davon rüberbringen können, freut es mich doch, dass ihr dabei seid, dass ihr Fragen habt, dass ihr sich stellt, dass ihr interessiert seid. Umso schöner zu sehen, dass das Interesse an Museen und an unserer Arbeit hier denn da ist. Eine Frage habe ich übersehen. Nasssammlung. Kann man auch mit Spiritus konservieren? Ich würde jetzt erstmal nicht sehen, warum nicht. Es ist ein Biozid, das heißt, es tötet Lebewesen ab. Das ist ja das Ziel davon. Die letzte Frage ist immer die beste, ne? Würde ich selber sagen. Ja. Also, wir nehmen halt gerne Ethanol. Das ist Trinkalkohol per Definition, um die Genussmittelsteuer und die Branntweinsteuer zu umgehen, ist das vergällter Alkohol. Also das ist zwar Trinkalkohol, aber da ist 2% Brechmittel drin. Spiritus ist da ähnlich, den würde ich nicht trinken. Ja? Und da ist auch noch zusätzlich Brechmittel drin. Deswegen stinkt der so, wie er stinkt. Er ist sehr, sehr flüchtig. Ich glaube, Ethanol ist ein bisschen stabiler noch dafür. Spiritus ist ja eher dafür da, sehr schnell flüchtig zu sein. Das heißt, er geht schnell in die Gasphase über. Und das kann ich besonders leicht anzünden. Deswegen ist Spiritus hat seinen Einsatzbereich. Ich würde eher zu Ethanol greifen, also eher Wodka zum Beispiel nehmen, auch wenn es im Herzen wehtut, manchen Leuten wahrscheinlich, aber nehmt lieber das, denn Spiritus verdampft sofort aus dem Gefäß raus wahrscheinlich, ich will es nicht nehmen. Okay, danke auch für diese Antwort. Ja, du hast schon gehört, großartig, ganz viel Lob, wie immer. Wir freuen uns, dass es euch gefällt. Wichtiger Hinweis, nächste Woche nicht um 19 Uhr, sondern um 15 Uhr Montag, denn da haben wir ein nice Team, das sind wir nicht nur hier. Das kann ich schon mal verraten. So. Du machst es aber spannend. Naja, so bin ich. So, na dann. Wir verabschieden uns. Vielen Dank für die zahlreichen Fragen. Danke an dich, Sebastian. Und wir sehen uns. Macht's gut da draußen. Ciao. Ciao.